Ja, hallo, willkommen zur nächsten Folge von Galactic Science. Und wie man vielleicht schon merkt, ich habe verpeilt, nicht verpeilt, ich habe es verkackt, weil nämlich das Audiofile für die Sprache irgendwie weg ist und deswegen kann ich jetzt das ganze Video nachkommentieren. Und ja, yeah, ich denke mal, ich werde das Ganze ein bisschen an manchen Stellen etwas schneller machen, weil das ist dann, naja, bringt es einfach nicht. Ja, und also ich hab angefangen damit, ein paar von diesen Luftschleusenrahmen zu machen. Ja, genau. Weil nämlich da ich noch dieses Quest gemacht hatte, letzte Folge mit diesem. Apropos letzte Folge, nochmal entschuldigen, dass die in diesem hässlichen Format kam. Da gab es auch wieder irgendwelche technischen Probleme. Deswegen, hier gab es die Weeks of Fail oder sowas. Und deswegen musste ich es jetzt auch nochmal nachkommentieren, wegen Fails und so. Ne? Und halt, da habe ich jetzt so gemacht, erstmal, ich glaube, 10 war das, ja. Für 10 Platten, weil dieser Rahmen irgendwie Zinn gemacht wurde, da brauchte ich diese komischen Gitter, die ja mit Zinn Stahl gemacht werden und Zinnkanister. Und in dem Ding war auch alles mögliche schon wieder reingekommen, das ist auch sehr gut. Ja, und dann tue ich noch hier so ein paar übliche Sachen wie Mondrasen irgendwo reinfüllen oder so. Ja. Naja, und dann habe ich halt hier weiter Sachen zusammengebastelt. Zum Beispiel auch hier. Ja genau, das Ding hatte ich ja schon 2 Stück davon, weil ich einen gemacht habe und einen als Questbelohnung bekommen habe. Und von den Dingern brauche ich halt jetzt, glaube ich, erstmal ein paar mehr. Das kommt auch gleich nochmal, wenn ich mich recht erinnere. Weil ich die Luftschleuse nicht vorne hinbauen will, sondern rechts an diese kleine Tür. Dafür bräuchte ich halt nochmal einen mehr von diesen Teilen. Deswegen muss ich in den nächsten Folgen auch nochmal einen machen. Ja, und es ist ziemlich blöd, das nachzukommentieren, stelle ich gerade fest, aber naja, was soll's. Ordnung muss sein. Hier habe ich, glaube ich, jetzt nochmal so ein paar Vorbereitungen getroffen für neuen Stahl. Ja. Noch ein bisschen von dem Stahl herstellen da aus der Maschine. Beziehungsweise das Eisen in die chemischen Bestandteile zerlegen. Und das gleiche dann auch mit der Kohle machen. Damit daraus dann hier in der chemischen Synthesemaschine Stahl wird. Der dann wiederum unten im Keller zu Platten gepresst wird. Ja, da sind auch schon die neuen Platten. Es bleibt immer, komischerweise immer nur eins übrig am Ende. Und welches gerade schon gesehen hat, dass die Dinger da nicht voll sind, die Dingsgeneratoren. Ups, sorry, ich musste gerade mal ganz kurz meinen Hals entrümpeln. Ja, genau, jetzt habe ich da schon mal dieses Gitter gemacht. Und den anderen Kram hier. Lol, da oben kommen immer diese ganzen Zinnsachen raus. Wie kommt das denn? Na genau. Diese Zinnkanister, da wollte ich jetzt auch mal ein paar von einfach in Zinn zerlegen. Weil ich brauche diese Kanister ja nicht für irgendwas. Und wenn ich mich jetzt gerade richtig im Kopf gesehen habe, müsste ja aus einem Zinnkanister verdammt viel Zinn rauskommen. So um die 3, 4 Ingots müssten ja pro Teil rauskommen. Ich weiß auch gar nicht das Rezept, ob das so mit 3 gemacht ist, wie ein Eimer, oder ob das mit 4 oder 5 gemacht wird. So, und jetzt habe ich noch ein bisschen Zinn wieder gepresst. Ja gut, diese Dinger da, die musste ich jetzt auch die ganze Zeit auffüllen. Das ist immer so blöd, wenn man dann denkt, dann hat man nachher keinen Strom mehr und dann, naja, läuft da nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob das in der Folge auch so war. Ob die dann irgendwann mal leer waren. Ja genau, jetzt konnte ich hier auch schon mal dieses Teil craften. Und jetzt direkt hinterher auch diese anderen Teile. Ne, da fehlt ja noch genau ein Stahl für. Was ich dann auch toll feststellte. Und jetzt habe ich auch wieder Kohle zu viel genommen. Ich habe nicht gemerkt. Naja. Das war halt spät abends. Da ist man nicht mehr so, wie soll ich sagen, wach. Ja. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle machen. Und das Ganze dann hier in dem Teil wieder mit mühevoller Stackteilung in. Ja, genau, Eisen. Das war dann auch wieder einer zu viel. Ja, jetzt wollte noch Kohle reinschmeißen. Also da war komplett Gehirn aus. Jetzt habe ich mich gefragt, warum es nicht funktioniert. Da war wieder ein Eisen zu viel. Man kann ja passieren, aber diese blöden Fehler. Naja, dann habe ich mich irgendwie komisch verklickt und dann flog das da raus. Und dann habe ich erstmal gesucht, weil ich dachte, das wäre weg.
dass das dann einfach eingesammelt wurde. Auf die Idee kam ich da nicht. Wie gesagt, spät abends. Deswegen habe ich auch geguckt, wo es ist. Und dann habe ich festgestellt, ach, ich habe es ja doch. Sieh mal einer an. Das war jetzt vielleicht dann schon fast alles mit dieser Maschine. Danach habe ich dann noch. Ja, das kann man auch einfach gleich sehen. Das brauche ich jetzt nicht vorher erzählen. Ja, genau, das Ding wird compressed. Und währenddessen ich dann wieder hochlaufe, um zu vergessen, dass es da gerade fertig geworden ist. Ja. Und dann habe ich die Dinger gemacht. Und dann stelle ich jetzt, glaube ich, gleich fest, dass das da eh nicht hinpasst, wo ich hinbauen will. Ja, genau, ich will das schon mal rausnehmen, irgendwo schon mal einbauen. Dann habe ich festgestellt, ach nee, geht da nicht. Weil das nicht 4x4 ist. Bisschen nicht. Also 4 schon, aber das wären dann nur links und rechts 2 gewesen und oben der Controller. Da fehlt unten im Boden einer. Deswegen. Ja, da habe ich dann festgestellt, dass das ja ziemlich viel Stahl kostet. Was heißt, ich muss dann auch mal in den nächsten Folgen die Eisenproduktion ein bisschen erhöhen. Irgendwie. Beziehungsweise, gut, erhöhen ist schwachsinnig. Man kann einfach mehr von diesen 7 bauen. Was ich dann auch vorhabe. Ja, genau, jetzt kommt der spannende Teil, den ich gleich mal vielleicht etwas schneller laufen lasse, weil uninteressant, wo es darum ging, hier dieses Fädenzeug abzubauen für diesen Thermoanzug da, für dieses Galacticraft Crest, wo man dann 4 Wollblöcke und einen Redstone zu diesem komischen Thermostoff zerlegen, so zusammenbauen muss, den man dann wie normale Rüstungen zusammen anlegt, was dann das bedeutet, dass man dann quasi tonnenweise Wolle braucht und für tonnenweise Wolle brauche ich erstmal tonnenweise Fäden, weil ich hier oben kein Schaf habe und ja, genau, da habe ich gerade festgestellt, dass man diese Dinger auch wegpunchen kann, glaube ich. Mit dieser Crook. Ja, genau, also man braucht ja 4 Fäden für eine Wolle und 4 Wolle für. Ja, genau, 4 Wolle für einen so ein Stoffteil. Und das ist ja in Summe mehrere Stacks und ja. Deswegen habe ich den hier abgebaut und ich glaube, jetzt werde ich mal das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen. Jetzt habe ich die ganze Wolle abgebaut und ja, ne, bisschen Wolle gemacht. In der Hoffnung, dass das dann für den Kram gereicht hat. Was natürlich in dem Fall nicht der Fall ist, weil das gerade mal 7 Stück waren. Das hat gerade mal für eine Hose gereicht. Und ja, das heißt ja, dass ich in der nächsten Folge dann wieder ran darf und noch mehr von dem Zeug abbauen kann. Habe ich zumindest schon mal eine lustige Thermohose. Und ja, jetzt musste ich noch die ganzen Bäume, glaube ich, stelle ich gleich fest, neu pflanzen. Ja, genau, jetzt habe ich Axt genommen. Dann den ganzen Baumpflanzkram, dass ich die ganzen Bäume neu pflanzen kann, weil so an abgeholzten Bäumen wächst nichts an. Ja, Spinnen sind immer noch nervig. Ja, und ja, Holz abbauen, sehr spannend, kann auch sehr viel zu kommentieren. Ich meine, zu viel wegschneiden oder überspulen will ich jetzt auch nicht, weil sonst ist das Video nachher zu kurz. Bzw. wäre auch nicht schlimm, aber dann, ich weiß nicht, dann passt das nicht mehr so in die Reihe, wenn dann alle Folgen 15 plus Minuten lang sind und dann hier so ein Video kommt, was gerade mal 10 ist, das ist, oder 12, jetzt schon, ja, ich weiß nicht. Versuche ja so einen Mittelwert zu finden, aber irgendwie schaffe ich das ja eh nie. Naja, dass diese Folge sich jetzt der Audiokommentar gelöscht hat, das ist jetzt ziemlich blöd gewesen. Habe ich auch erst ja, gestern Morgen festgestellt und war keine schöne Entdeckung.
festzustellen, dass man jetzt sich die Arbeit quasi über Nacht verdoppelt hat. Ja. Ah ja, da fällt mir ein, dass ich auch schon mal gesagt habe, dass heute, also Mittwoch, heute kommt das Video auch raus, dass da ein neuer Snapshot rauskommt für die 1.11, wo ganz viele neue Sachen reinkommen, die auch auf der Minecon angekündigt wurden. Wie zum Beispiel jetzt auch gelesen habe, so Lamas. Weil, ich weiß nicht, man anscheinend meinte, dass man noch mehr Tiere bräuchte, in die man irgendwas reinpacken kann, weil Lamas angeblich irgendwie so eine Tasche haben sollen, wo mehr reinpasst als wie beim Esel, habe ich schon mal sowas andeutungsweise gelesen. Es soll noch so Wald, ich weiß nicht, ob es Wald, so komische Waldhäuser waren, wo dann so kleine Geister rumschweben oder sowas. Habe ich auch alles schon mal so ein bisschen andeutungsweise gelesen. Aber ob das auch alles heute schon im Snapshot drin kommt, wo das Video dann entweder heute, morgen oder übermorgen kommt, muss ich gucken, je nachdem. Weiß ich jetzt noch nicht so. Eventuell kommt diese oder nächste Woche auch noch mal was ganz anderes auf dem Kanal. Da weiß ich aber noch nicht, ob das kommt. Das ist noch in Arbeit. Ah ja, genau. Und hier mache ich gerade die Trashcan 2.0. Das ist so ein kleines Stromdingen. Das ist so ein kleiner Generator, der aus allem üblichen Haushaltsmüll, den man so auf dem Mond hat, ganz easy Strom macht. Indem den einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es funktionieren soll, laut der Beschreibung da, aber das Ding soll angeblich, es macht, ich habe nachher auch getestet, macht nachher selbst Mondstein, macht das einfach in Strom und das nicht unbedingt knapp. Ich glaube, das sind 4 RF pro Tick, das heißt, mit 20 von den Dingern kannst du schon ordentlich Strom reißen für eine kleine Produktionsstätte und, ja. Muss man mal gucken, vielleicht kann man daraus mal so eine Sache machen, die irgendwas automatisch abbaut. So ein Cobblestone-Generator, der automatisch abbaut und dann Strom erzeugt. Das wäre noch eine Idee, fällt mir jetzt gerade so ein. Mache ich mir von den Dingern ein paar und mache dann daraus schönen umweltfreundlichen Kobbelstrom. Wenn der einfach aus dem Boden gezogen wird. Ja, genau, da habe ich es gerade noch einmal geklaut, weil das Ding irgendwie Lava braucht. Innen drin, wahrscheinlich, weil das da irgendwas zum Schmelzen bringen muss. Weil ja, genau, Mangan-Reward und Reward-Back. Und, ja, genau, die nächsten Quests gingen dann alle wieder nicht, weil die irgendwie nicht dafür zugelassen sind. Wobei mich das echt wundert, weil, welchen Sinn hat das dann? Braucht dieses Solarmodul? Ja, gab es dann wieder ganz toll ein bisschen Futter in der Dose. Ja, hier habe ich gerade festgestellt, dass dann hier alle Dinger wieder aus sind. Das heißt, erstmal wieder die ganzen Teile voll machen mit Lava-Eimern. Und dann muss ich mir auch echt mal überlegen, ob ich da. Ich meine, gut, Strom ist so da gewesen, der war nicht ganz leer, aber mal überlegen, dass da irgendwas hinkommt, was dann automatisch dafür sorgt, dass die sich nachfüllen, weil sonst ist es blöd, wenn dann immer da Lava leer ist, dass ich das nicht merke und dann das Ganze wieder auf den Sternen hier läuft, weil ich meine, die sind ja auch irgendwann leer und wenn die leer sind, dann habe ich ein Problem, weil. Ohne den ihre 320 RF pro Tick. Läuft da nicht viel. Weil hier mit, ich glaube, 8x20 RF, da komme ich nicht sehr weit. Wenn ich dann vielleicht noch so ein komisches. Ich renne hier jetzt mal wieder hoch und wieder runter. Das ist mal sehr lustig. Ja, genau, ich habe schon ein bisschen Stahl durchgeklappt. Für alle möglichen anderen Sachen. Und ja. Ja, genau, wandelt Materie in eine kleine Menge Energie um. Habe ich dann festgestellt da und habe dann gedacht, so, ups, das ist ja eigentlich ganz nett. Wollte das dann direkt mal ausprobieren, hab das Ding dann hier unten, da oben, ne, ich wollte es erst da einstellen, hab dann gedacht, na, da stellt man das da oben hin. Da an die Wand geklatscht, hab dann einfach mal dieses Eisengehäuse da, dieses Eisengehäuse da reingeschmissen, um zu gucken, was da rauskommt. Ja, und jetzt kam die große Entdeckung, nehmen wir mal ein bisschen Mondstein und schmeißen den da rein und gucken, was rauskommt, ne? Ja, genau, weil der erste Stack drin. Dann habe ich das nochmal abgebaut und quasi woanders hingestellt, um zu gucken. Ich weiß nicht, warum an die Wand, um zu gucken, was da so an Strom rauskommt. Und es sah erstmal vielversprechend aus, dass da dieser Balken hochging. Ich meine, gut, 600 RF, das ist jetzt nicht viel, aber so als Notfall-Backup, um irgendwas anderes zu betreiben, um dann wieder was anderes rauszuholen, ist das eigentlich ganz in Ordnung, ne? Weil, sonst wäre das, Ich meine, gut, Verschwendung ist es nicht, und ja, genau, die Obsidian-Kiste ist auch wieder bis oben hin voll. Da habe ich dann für die nächste Folge schon mal ein bisschen Siliziumoxid vorbereitet und Kies gemacht und es wird hell und deswegen nächste Folge wieder ein bisschen Outside Work mehr, glaube ich.
Sonst wieder Kellerkind-Modus. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen von dieser tollen nachkommentierten Folge und bis zum nächsten Video.